Und jetzt starten wir wieder. Hi. Wir haben jetzt gerade die zweite Runde gestartet. Und ich höre mein Echo wieder. So. Gut. Ja. Ich habe 260 Schuss hier. Ich glaube. Also, lass uns einfach mal starten. Gegnet, über dessen Kopf so ein Fragezeichen ist. Dann Quest. Ist Quest. Der ein Questgeber. Ah ja. Gut. Dann kannst du ihn einfach, genau, geh einfach mal hin und red mit ihm. Okay. Belohnung 12. Ich nehme einfach alles an Quest an, was er zu bieten. Und wie gefällt dir Dyersburg? In dieser Stadt war mal ordentlich was los, aber dann flohen die Bewohner nach Sanctuary, um sich vor Jacks Armee in Sicherheit zu bringen. Zumindest die meisten von ihnen. Captain Flints Männer töteten jeden, der blieb. Gut. Okay, bester Handlanger aller Zeiten. Jack, hast du das Gefühl, du hast zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld? Wie kann ich die Quest einsehen? Wie kann ich die Quest einsehen? Ja. Obgleich Captain Flint jeden in Leier. Siehst du die jetzt auch? Wieso wilde Bullimons dort herumlungern und das Andenken der früheren Bewohner entehren sollten? Wenn du die Stadt von ihnen säubern könntest, wäre das sehr gentlemanlike. Ja. Und diese große Raute, der linkeste der fünf Buttons. Das ist die Questübersicht. Anyway. Ich hab's jetzt nicht gesehen. Scheißegal. Ich folge dir jetzt einfach mal. Ich bin noch etwas überwältigt von dem Ganzen. Vor allen Dingen höre ich mich jetzt gerade wieder. Okay. Ich habe angenommen eine Quest. Die Stadt ist nicht groß genug. Wir sollen den Friedhof und den Teich von Bullimons reinigen. Gut. Genau, der Friedhof liegt hier hinten. Hier hinter der. Genau, hier geht's rüber. Gut. Ich folge dir einfach. So, weil momentan, ich muss auch mal gucken. Ah, den hatte ich vorgesehen. Oh oh, Lachan. Was denn? Kann ich da was tun jetzt gerade? Wenn du zu mir gehst, könntest du mich wiederbeleben. Aber wenn es gefährlich ist, was ist dann gespawnt? Okay, gespawnt. Shit. Nicht so wild, passiert. Okay. Schöner, wenn irgendwer in Liersburg noch am Leben wäre, um deinen Sieg zu feiern. Aber trotzdem, gut gemacht. Ich bin wieder unten vom Level. Gesundheitslevel. Medikids! Ihr habt's welche. Ah ja. Nein. Sehr gut. Ja auch. Also immer so eine rote Fahne, so ein rotes Ding. Okay. Ich glaube, du lootest so schon weitaus erfolgreicher. Gut, okay. Aber ich habe mich nicht. Ich benutze ja keine. Also, wenn ich jetzt hier drüber laufe, sammle ich diese Medikits nicht auf, weil ich gesund bin. Ja. Ich kann dir also nur was wegnehmen, solange ich selbst noch krank bin. Nee, dass du mir was wegnimmst, dachte ich ganz. Ich sehe nur einfach, dass du erfolgreicher bist. So, bei dem Erkennen von Loot-Möglichkeiten. Ach so. Sehr schön. Aber man kann sich wieder healen, ne? Wenn man fast tot ist, dass man sozusagen einen tötet und dann ist man praktisch wieder da. Exakto. Interessant. Auf die Weise kannst du dich selbst aus der Schlinge ziehen oder du wartest, bis der Gegner, also dein Kumpel dich rettet. Aha. Hier unten ist der zweite Bereich, den wir säubern sollen. Aber ich bin immer noch ganz vorsichtig, weil ich nicht gewöhnt bin. So weit runter zu springen. Das hat man irgendwie. Oh. Ah, jetzt geht's. Ich
sich zweimal überlegen, bevor sie friedliche Städte überfallen. Hoffentlich jedenfalls. Kehr bitte zum schwarzen Brett zurück. Ist noch ein bisschen Loot übrig hier. Ja. Okay. Oh, Muni geht auch einigermaßen. Ich höre mich jetzt wieder. Geh mal hier in die Lücke. Nee, kann man nicht. Gut. Gut. Geht's da oben noch weiter? Nee, oder? Nee, da geht's wieder zurück zu Sir Hammerlock, um die Quest abzuschließen. Ja, okay. Ja, können wir doch machen, oder? Woll ja. Gut. Mal gucken. Hier und da noch was zu entdecken. Da ist da ein Lädchen, ne? Da drüben. Hat das was Schönes noch für uns? Hier, das Lädchen da. Eingucken, das ist zufällig generiert. Das heißt, du kriegst anderes angeboten als ich. Ah, okay. Also nicht, niemand kriegt was Besseres, sondern es ist einfach so ein bisschen... Ein Scheißhaus. Oh, da hinten ist der Automat, mit dem du dein Aussehen verändern kannst. Genau, den, den du jetzt da hast, da kannst du dein Aussehen verändern. Okay. Ich hab's erst gedacht, weil Männlein, Weiblein, aber jetzt verändert es sich noch gar nicht. Ach so, ganz ja, es sieht aus wie ein Klo. Ja, hast recht. Okay. Das ist schon cool, das Spiel. Da sind viele neue Ideen drin. Gut, dann gehen wir ab, Da ist er. Kann ich abgeben oder müssen wir das praktisch identisch zu der Person, die das... Nein. Wir sind ein Team, du kannst abgeben, kein Ding. Okay, Stadt ist nicht groß. Freies Gebiet, Abschluss, Hammerlock. Verloren kassieren. Wir kriegen die beiden, ne? Lass Captain Flint so langsam wie möglich sterben. Ja, ja. Er ist wirklich ein Mistkerl. Ja. Ah, ich krieg Erfahrung dadurch. Guck an. Und Zeug. Hey, du hast deine Anpassungsstation gefunden. Du kannst sie benutzen, um dein Aussehen zu ändern. Ich muss sagen, ihr Kammerjäger seid für mich von großem Interesse. Eines Tages werde ich ein Buch über euch schreiben. Ich habe eine Woful Renegade. Könnt ihr die nutzen? Und darunter ein Bild von uns beiden, wie wir uns über Jacks leiten. Hallo, es gilt, Kropfzeug abzuschießen. Und fürwahr, du bist der Richtige dafür. Okay, beschilderte Gefälligkeiten. Du hast die Haare schön. Aha, interessant. Ja, dann kann man das annehmen. Wenn du hier draußen eine Weile überleben willst, brauchst du einen besseren Schild. Mein untertänigster Vorschlag, besuche den alten Crimson Raiders Unterschlupf. Du wirst den Lift nehmen müssen. Das sieht so cool aus, ist so fein gezeichnet. Ich bin voll Fan von dem Ding, das ist schon cool. Ist geil. Olli ist geil, dass wir spielen. Gut, was machst du gerade Schönes? Kaufst du? Ich verkaufe gerade. Was hätte ich denn zum Verkaufen? Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Okay. Ich blick da jetzt eh noch gerade nicht durch. Ich glaube, wir machen einfach weiter, würde ich sagen. Gut. So. Beschilderte Gefälligkeiten. Ich muss nur leise genug reden, dass ich nicht zu hören bin als Echo bei dir. Über dich, wie auch immer. So. Ach, das ist ein Aufzug. Schau an. Nee, das ist ein Tor. Oh, aber. Das Ding hoch und wir können raus. Denn jetzt haben wir ja die Quest, uns ein Schild zu holen. Ah, okay. I see. Einer Minimap oben rechts ist das Ziel der aktuellen Quest als Raute eingezeichnet. Ah, wenn du es genauer sehen möchtest, gehst du in die Karte, indem du halt das Menü aufmachst und der zweite Punkt der ist Karte. Okay. Ah. I see. Also der erste Questübersicht, zweiter ist Karte, drittes ist dein Inventar. Ah ja. Viertes sind die Perks, die halt noch nicht wirklich freigeschalten sind. Aha. Erst ab Level 5. Okay. Und dann ist so eine Art Metagame über das gesamte Spiel, sodass du mit der Zeit immer stärker wirst.
Okay. Okay. Warte mal, da wird irgendwie gerade was freigeschalten. Oh Gott, nein. Die haben gerade irgendwie noch verwaltungstechnische an, was freigeschalten worden ist, weil ich eine super Version von dir bekommen habe. So. Jetzt höre ich mich wieder als Echo. Unglaublich. So, die, kann man die auch schon näher anvisieren? Also was weiß ich irgendwie. Oh Mann. Zielen, ja klar. Nein, ich meine, man sieht Bezeichnungen über den Typen. Kann man die dann sozusagen auch irgendwie aufrufen oder irgendwie sowas mit einer Maustaste? Nee, ne? Okay. Tschüss. Oh, wie du schon gemerkt hast, gibt es gewisse Dinge in der Welt, die explodieren können und dann Schaden verursachen. Okay. Oh, look at this. Cool. Gleich $10. $10. Ja. Kann man da rauf? Oh. Ah, oh, ah. Nein, doch nicht. Was? Nein! Oh. Gut. Kommt jetzt jemand? Haben wir ein Problem irgendwo? Oh, sie kommen von hier übers Eis. Was ruft der? Das war geil. Ist der noch wir haben den Zug, der durch der Dust fährt, gehijackt. Wenn alles gut geht, sollten wir Sanctuary innerhalb eines Tages erreichen. Hyperion hat keine Truppen von New Haven abkommandiert, um uns zu verfolgen. Und ein Sandsturm hat ihre nächste Grenzstadt begraben. Wir müssen nur... Oh, verdammt! Alle weg von den Fenstern! Von Helena Piers letzten Audiologs entdeckt. Sie war Lieutenant bei den Crimson Raiders, dem Anti-Hyperion-Widerstand. Ich wüsste zu gerne, was aus ihr geworden ist. Wenn du den Rest dieser Audiologs willst, kaufe ich sie dir gerne ab. Oh. Oh, shit. Beiß auf die Zähne. Yes, sir. Du bist der Beste, amigo. Geil, thank you. Er geht einfach zu dem anderen hin. Ja. Und hält die Benutzen-Taste gedrückt. Benutzen-Taste. Und fühlt sich so einen Meter. Und dann geht es dem anderen wieder gut. Okay. Thank you. Warte mal, da war noch Eigentlich kann man das immer massiv aufnehmen, weil man muss ja nicht selektieren, oder? Ist ja nichts mit wenig. Sondern man nimmt eigentlich nur massiv. Alles. Okay. Natürlich, ich vergaß. Der Schaltkasten des Unterschlupfs gab den Geist auf, nachdem Claptrap versucht hatte, sich darin zu integrieren. Aha. So ein Scherzkeks. Besorge einfach eine neue Sicherung für den Aufzug. Er hat den Sicherungskasten gefunden. Ja. Das sollte es heißen, wahrscheinlich. Ja. Ey, Alter, du bist so schnell. Mein Charakter bewegt sich kein bisschen schneller. Ich weiß. Das ist einfach nur, du weißt schon, wo du hinläufst. Ich guck immer noch, und guck mal da eine Blume. Oder ein Tier oder irgendwas. Ah, jetzt schießt er schon wieder. Warte mal, da hinten ist noch was zu looten gewesen.
Wollen wir näher ran näher oder ran machen wir Fernkampf? Gleich näher ran. Warte mal, ich werd mal von rechts hier dran. Näher rangehen. So. Aufpassen, hier ist so ein Fass. Wo ist denn der? Er hatte sich hingekniet. Okay. Warte mal. Na! Übrigens Handgranatenwerfer. Kann man das jetzt schon und so? Wenn du Handgranaten hast, ja. Oh oh. Alles klar, ich helfe dir. Wieso werden ich jetzt so oft geschossen? Ich will mir deine Innereien ansehen. Das war da oben der Psycho. Fürchte. Vollkommen falsch. Aber wenn man auf die Sicherung schießt. Okay, kommen die Polymons. Die haben nämlich die Ausgabe. Oh, Alter. Hier drüben kommen Viecher. Der Elektrozaun sollte die nicht einfach zurückhalten. Wow. Ein Tunnel. Fuck. So. Was verliert man, wenn man ein bisschen Geld? Das wird dir links unten angezeigt. Ah ja. Außer es handelt sich um ein beliebtes Objekt, ja. Wie etwa eine Klippe. So. Ja, der wird sich nur jetzt gut. Einfach keine Munition mehr haben. Oh. Das fällt drin, wir brauchen Munition. Man sollte nicht mit dem Körper die Steine aufhalten, glaube ich. Nee, aber du kannst drauf ballern, um sie abzuhalten. Nur noch 100 Schuss. Und das war's. Ich hab schon die ganze Zeit gar keinen mehr. Okay. was machen wir? Gibt's hier noch irgendwas? Vielleicht irgendwo zu looten? Jetzt können wir die Raider-Siedlung nochmal in Ruhe angucken. Ja, das wäre ganz gut, glaube ich. Hier ist zum Beispiel. So ungewohnt, dass nichts passiert, wenn man hier hoch und runter springt und sonst sowas. Okay. Hier warst du schon drin offensichtlich. Setz die Sicherung einfach in Brewsters Schaltkasten ein, dann kannst du den Aufzug benutzen. Ich glaube, du warst hier schon überall, oder? Woher nicht nochmal? Diese Probe ist perfekt. Bitte sammle noch ein paar mehr.
Was ist da oben? Da ist so Licht und so weiter. Waren wir da schon mal dran? Da oben, da ist Licht. Ach, du meinst die Lichterkette auf der Siedlung. Genau. Glaube nicht, dass man da hinkommt. Okay. Erstmal 8 Dollar. Okay, nee, kann offensichtlich nichts tun. Schade. Na gut, 8 Dollar geholt. Ah, hier ist noch was zum Healen. Und hier ist noch was zum Stehlen. So. Okay. Also Muni sieht jetzt nicht ganz so gut aus bei mir. 100 Schuss und 80 und 90 und so. Gut. Wie ist bei dir? Bei dir? Kann ich dich jetzt healen gerade? Weil du schaust gerade auch nicht so frisch aus. Ja. Nur das den anderen wiederbeleben geht nur in dem halbroten Zustand. Okay. Da ist noch was zu. Mir jetzt fehlen, kann ich nur durch bekommen. Warte mal. Da ist noch was zum Auswiegen. Wie kommt man da hoch? Ah, Mist. Nee. Ich hätte es beinahe gerade geschafft. Aber eben nicht. Keine Ahnung. Ah. Aufgeben? Aufgeben? Vielleicht ist es ja was. Ja. Schade, dass man nicht in die Häuser rein kann. Oder vielleicht von hinten da? Okay. Ja. Du bist manchmal ganz leise. Bin ich konstant laut? Hast du den Lift zum Laufen gekriegt? Sehr gut. Dann fahr jetzt zum Unterschlupf hoch und kaufe einen Schild. Früher war dies ein wichtiges Widerstandsnest, bis irgendwann die Hyperion-Truppen vorrückten und alle nach Sanctuary flohen. Okay, wo bist du gerade? Du bist hinter mir. Das ist ja auch schon wieder. Ich war gerade woanders. Ich dachte, wir müssen da hoch, weil das sah liftig aus. Der Lift ist der Seite, von der wir ursprünglich gekommen sind. Ah, okay. Da fehlte ja die Sichtbarkeit. Die habe ich inzwischen eingebaut. Dass der Lift wieder funktioniert. Okay. Da war aber noch was Interessantes. Weiter oben. Das sollten wir mal anschauen. Na gut. So. Hinter der Siedlung, die wir jetzt gerade befreit haben. Muss ja befreien sein. Eine andere Karte. Ah ja. Ah ja. So. Gut. Hier befindet sich, wenn man das erste Mal sozusagen durchspielt, ohne irgendwelche ersten Schilde, die man kaufen kann. Ich bin verpflichtet, dir
zu sagen, dass ich kein richtiger Arzt bin. Versuch nicht zu sterben! Gib deine Spenderorgane bitte in den Behälter dort. Du bist doch Organspender, oder? Ich hoffe, du bist geimpft. Ich verarzte dich jederzeit. Was ist hier mit dem Sender? Sender? Senderwechsel? Senderwechsel? Probier's gerade. Ja, kommt Musik raus. Okay. Gut. Da kannst du dir jetzt ein Schild kaufen an dem Automaten. Hier gibt's Medikits und Schilde. Was ist da jetzt so? Was hast du dir gerade gekauft? Ja, 23, 22, 3,24 Sekunden. Heißt einfach Schild von Tedior. Aber ich weiß, wie gesagt, nicht, ob du dieselben im Angebot hast. Ich habe ein Cut-Rate-Schild zum Beispiel. Express-Schild. Die Dinger haben halt drei Werte, sage ich jetzt mal. Ja, erstens, ja, wie viele Hitpoints sie sozusagen wegfressen. Kapazität, dann, ne? So. Genau, wie schnell sie wieder sich füllen. Und das dritte ist, wie lange du nicht beschossen werden darfst, damit die anfangen, sich zu laden. Okay. Das sind sozusagen die drei einzigen Unterschiede, die die Schilde haben. Also gut, klar, es gibt dann irgendwann halt viel, welche, die viel, viel, viel mehr Schaden abhalten, aber... da unterscheiden die sich. Ein Express-Shield ist halt einer, der sehr schnell lädt. Oder LED-Shields sind halt die, die sehr viel Kapazität haben, aber dafür unglaublich langsam laden. Muss einfach ausprobieren, was am da liegt. Was hattest du? Ein Teddy-War, Standard-Shield. Hat keine besondere Arme oder sonst was. Ich würde gern was haben. Der fängt halt mehr weg. Braucht halt länger. Also momentan ist jeder für dich natürlich besser, als keinen zu haben. Ich weiß. Der, den ich gerade will, den kann ich mir nicht leisten. Achso, ja, dann kauf einen anderen. Ja, ja, ich weiß. So. 3, 5, 78, 88, 12. So. Der dauert doppelt so lange. Ich nehme mal hier diesen mittleren. Voll? Was heißt voll? Ist dein Rucksack randvoll. Okay. Musst du erst was verkaufen, damit du Platz hast. Jo. Ich drück gerade entfernen, aber das geht gerade nicht. E. Entfernen heißt, du gehst aus dem Menü raus. Ja. Ja. Oben gibt es Kaufen und Verkaufen. Das sind zwei Reiterkappen. Ah ja. Okay. Wenn du leben willst, kauf bei mir. Willkommen in Dr. Zeds tragbare Klinik. Was kann ich für dich tun? Ups. So. Bis bald, bestimmt. Shit, das sind so viele Waffen. Private Eyes. Gott, was ist das denn? Eine Skin-Anpassung. Yo, Kopfanpassung. Sind die mit im Rucksack, nehmen die den Platz weg von einem Ding? Ja. Deswegen würde ich dir empfehlen, klicke sie an, dann lösen sie sich scheinbar ins Nichts auf und wir schalten in deinem Menü frei, dass du dieses Skin freigeschalten hast, damit du das mal anwenden kannst. Aber ich habe es gerade verkauft, aus Versehen, glaube ich mal. Gut. Welchen hatten wir da? 88, 3, 5. Gut. Kehre jetzt nach Liasburg zurück, dann sehen wir, wie wir dich von diesem eisigen Gletscher herunterbringen.
So. Wie war das jetzt nochmal im Menü? Rucksack. Und dann. Bild einfach anklicken und dann Schlüsselloch ziehen. Und dann wirst du sehen, wie du. Bevor du auch nur einen Hauch ihrer Macht spürst, wirst du zigtausendfach erschossen und verbrannt und niedergestochen und zerfleischt. An diesem Satz hat mir einfach alles gefallen. Danke für den Hinweis, Amigo. Du verblendeter Psychopath. Sobald ich zurück zu meinen Männern komme, werden wir mit Verstärkung wiederkehren. Und du und jeder in diesem widerwärtigen Dorf, all die alten Männer, all die Frauen, all die Kinder, ihr werdet alle brennen. Gut. Was war das? Ich hab's nicht gehört. Dein Arm hat beim Brechen so laut geknackt. Ich glaube, ich habe schon mehrere Schilde, aber die Frage ist, warum? Ich konnte mir auf keinen Fall... Weil du sie eingesammelt hast auf dem Spielfeld vorhin. Okay. Also ich hätte auf jeden Fall jetzt einen einkaufen müssen, damit es erfüllt ist. Die Quest. Genau. Okay. So wie das Spiel ursprünglich geschrieben war, hast du auch davor nicht einen finden können, aber jetzt findet man auch schon davor welche. Okay. Alles klar. So, jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder diese Quest erstmal oben in Lyersburg wieder abzugeben, das hieße zurückzulaufen, oder an einer anderen Quest sozusagen auch schon mal weiterzuarbeiten. Also ich habe 150 Munition. Und bin 100 aufgeladen. Bei der Dingsbums. Ich denke, wir könnten noch eine machen, wenn die ungefähr gleich stark mit der ist. So, und ich gucke nochmal jetzt hier ins Menü. Ich glaube, da muss man sich ein bisschen beschäftigen mit. Okay, dann müssen wir eh nach Leisberg, weil da ist eine, die auch für Level 3 und Level 4 gedacht ist. Ich habe noch ganz schön viele Waffen im Rucksack jetzt. Hat man noch eine Möglichkeit, eine Pistole nebenbei auszurüsten, oder hat man nur die beiden Waffen? Zu Beginn des Spiels hat man nur zwei Waffenslots. Okay. Später schaltest du einen dritten und dann einen vierten frei. Okay. Was, also, weil das so wenige Slots sind, sind die wirklich was Besonderes, wenn du da einen neuen kriegst. Mhm. Wollen wir da hinten nochmal kurz gucken? Oder ist das keine Quest? Später eh hin. Okay. Das sind nur eben dann die Missionen, die etwas mehr als Level 3, Level 4 erfordern. Mhm. Ja, diese Open-World-Spieler. Früher war man das gar nicht gewohnt. Da hat man immer nur den Tunnel gehabt, den man gerade benutzen durfte. So. Okay. Wo ist denn der Liebling? Ist es okay? Soll ich dem das wieder zurückgeben? Weil das gibt ein paar Erfahrungspunkte. Ja, ja. So. Belohnung kassieren. Jawoll, das schützt vor Kugeln! So, Symbiose. Immer her damit. Möchtest du gegen einen Zwerg kämpfen, der auf einem Bullimon reitet? Ist die Antwort ja, begib dich bitte zum Southern Shelf und besiege Mitch Mom für mich. Ist die Antwort nein, bist du ein Tropf und ich habe nicht den Wunsch, weiter mit dir zu sprechen. Okay. Können wir gerade mal gucken. Vielleicht, dass ich jetzt hier mal ein bisschen... also ich weiß nicht, die Pistolen, machen die einen Sinn? In dem Spiel? Die scheinen mir einfach... zum Schießen. Ja, ich weiß, aber... Braucht man überhaupt Pistolen? Frage ich mich gerade. Eine Waffe ist den anderen unterlegen. Sie sind nur unterschiedliche Typen von Waffen. Ist mir klar, aber du hast ja nun die Omnipotenz, dass du schon bis zu Ende gespielt hast. Was für einen Sinn macht hier eine Pistole? Nee, sie ist für einen Spieler, der eben eher gezielte Schüsse im Nahkampf eher verwendet. Also im nicht elendsweiten Range-Bereich wie bei einem Scharfschützengewehr. Ja, wobei halt hier die... Ja, ich glaube... Wenn du mehr eben draufhalten möchtest, sind die Maschinengewehre, Maschinenpistolen und vor allem die Schrotflinten.
wenn du mehr auf Entfernung gehen möchtest, ist das natürlich das Scharfschützengewehr. Und die Pistole ist so ein bisschen so ein Allrounder, der in der Mitte ist, sage ich jetzt mal. Aber halt nur Einzelschuss beherrscht. Maschinenpistole. Jo. Belastet dich dein vieles Geld. So. Kriegst du das Geld auch, was ich jetzt durch aus Verkauf erlöse? Nein. Weil das ja aus deinem Inventar sozusagen gekommen ist. Wir teilen nur das, was einer von uns richtig findet. Das wird automatisch auf beide gesplittet. Ansonsten verwaltest du dein Geld und ich meins. Okay. I see. Gut, es sieht schon ein bisschen besser aus wieder bei den. Ich gucke nur noch ein, was jetzt noch schön. Beim Rucksack. Also, das ist dann 14. Ja, 35. Naja. Gut. Gut. Dann bin ich hinter dir. Ja. Zusammen, wie geht's denn so? Hier ist Jack. Keiner bewegt sich. Was bedeutet das? Verzeihung, wie war noch Ihr Name? Pierce. Also, Miss Pierce, und bitte brechen Sie mir jetzt nicht das Herz und sagen, dass es Mrs. Pierce heißt. Dieser Zug gehört nicht Ihnen. Würden Sie sich bitte umdrehen und mich ansehen, meine Hübsche? Dieser Zug wurde rechtmäßig requiriert unter... Heilige Scheiße! Was ist denn mit Ihrem verfickten Gesicht passiert? Okay. Wir lernen jetzt sozusagen ein Stück weit unseren Hauptwidersacher Handsome Jack kennen, was er für eine Persönlichkeit ist, indem wir sozusagen diese Audio-Logs einsammeln. Ja, eigentlich ist ja ein Arschloch. Insofern, der wollte uns umbringen. Insofern reicht mir das schon. Minikarte findest du so einen kleinen grünen Bereich. Ja. Das ist, wenn etwas nicht genau an einem Ort ist, sondern du einfach suchen musst in diesem Bereich, ist irgendwie der beste Gegenstand. Ja. Genau. Also, ich mache Ihnen einen Vorschlag, Lady. Ich weiß nicht mal, wie ich Sie anreden soll. Sie erzählen mir, warum Sie so aussehen, als wären Sie in einem Bandschleifer gelaufen, und ich lasse euch alle gehen. Mein Mann hat mir einen Skek-Perlenring geschenkt. Die Perle hat hungerverursachende Pheromone freigesetzt. Oh, was soll ich sagen? Das tut mir echt leid. Verzeihen Sie, dass ich... wo ist Ihr Mann jetzt? Die schöne Aussicht genießen muss man auch. Das bricht einem ja das Herz. Jetzt haben Sie wenigstens was mit ihm gemeinsam! Jut. Ich meine, hat mir das jetzt was gesagt? Was ich schon wusste? Was ich nicht schon wusste? Ja, jenseits von Arschloch ist ja auch noch ein Stück gefragt. Ach Gott. So. Ja? Ich bin irgendwie fest, aber macht nichts. Ah. Ja, dann. Oh, meine Fresse! Hast du Ihren Kopf gesehen? Wie er so. Wahnsinn! Wilhelm, töte diese Wilden. Zerstanden! Und er hat auch noch Idiotenfreunde. Wilhelm? Werden wir später noch kennenlernen. Ist mehr Cyborg als Mensch. Das richtig Geniale daran ist, im Pre-Sequel ist Wilhelm noch ein Guter, den du selbst spielen kannst als Held. Der schrittweise immer mehr Cyber-Komponenten in sich einbaut und dann eben irgendwann sozusagen dieser Cybersucht erliegt, so viel einbaut und damit zum willenlosen Handlanger. Okay. Die haben es geschafft, im Prinzip die Helden in Pre-Sequel sind alles die Bösewichte, die du hier tötest. Okay. Richtig elegant gemacht.
Interessante. Hui. Okay. So. Können wir uns jetzt dahin begeben, Jack, wo hast du das Gefühl, du hast Ecke, zu viele Kugeln, aber nicht genug Geld. Okay. Cool, dass es hier auch so Wettereffekte und so weiter gibt. Also hier auch so, was weiß ich, Sonnenstimmungen. Ja, sie haben nur leider nichts mit, sag ich jetzt mal, der Physik zu tun, sondern es ist nur Optik. Hm. Oh. Mir genügt das schon. Ja, das ist es. Ich habe immer noch Probleme, wenn ich so an der Kante stehe und runter so. Kann man auch rennen? Warte mal. Ja, Shift. Nein, ich habe jetzt, das ist bei mir die 5, die 6. Alles klar. Gut. One shelf. Yes, sir. Yes, sir. Die alte Pendeluhr ist auch ein Sound. Bitte sag nochmal. Diese alte Pendeluhr ist auch ein lustiger Sound. Hm. Gut. Ja. Willkommen in meinem bescheidenen Laden. Also, damit das klar ist. Ja, die meisten. Du bist mein millionster Kunde. Dass dir das nicht so viel Glück. Okay, schaut gern. I see. Ich glaube, ich muss die alle irgendwann mal ausprobieren. Alter, ich habe so viele. 34 Gearbox. Schaden 11. Das ist wenig. So. Ich glaube, ich werde mal eine Sache umtauschen. Gut. Dass man auch mal ein paar neue Waffen sieht und so weiter und so fort. Okay. Wow. Na gut. Ja, aber ich glaube, die Schrot ist doch nicht so geil für so solche Kämpfe hier. Ich werde das mal kurz mal umwursteln. Hier ist ein Sturmgewehr, das könnte für dich interessant werden ab Level 5. Okay, machen wir da mal hin.
So, ich muss jetzt aber kurz doch nochmal diese Dingsbums umrüsten. Komm, dann nehmen wir mal die hier statt. Okay. So, gibt es für mich noch eine kleine Sache zum Reloaden hier? Ja, hier ein Skin. Ein Skin? Skin. Ein kleiner Skinny. Warte. Shit. Ich habe keine Munition mehr, Mist. Okay. Dann bleibt am, wie mir vorhin, nur die Nahkampftaste. Das ist das letzte. Ja. Bisschen. Wir stehen kurz davor, dass das Spiel deutlich angenehmer wird. Okay. Das ist angenehm. Was ist denn hier in diesen, Dingern drin? Ich sehe das nicht immer. In diesen grünen Häufen. Naja, was drin ist, erfährst du, wenn du es aufgebrochen hast. Okay, also es gibt da keinen Standard oder so. Oh, also klar, es orientiert sich sozusagen. Ah ja, genau. Fledermäuse sind nicht unsere Freunde. Shit. Fuck. Oh, komm her. Wow, da kommen wir mehr. Oh. Und oben werfen sie Steine. Ja. Wow. Die Rakt wenigstens die auch angreifen. Ja. Wow. Fuck. Tja, das war jetzt wahrscheinlich entweder so eine Mischung, keine Muni mehr oder sonst irgendwas, aber egal. Hyperion sagt, für immer im Grab liegen, papalapap. So. 49, 147 links und 89 Muni. Ja, das war ein bisschen viel, glaube ich. So. Ja, sie kam halt von allen Seiten. So, haben wir hier alles ausgelootet? Da oben irgendwie sieht noch interessant aus.
Aber wir sind jetzt. Wir sind jetzt? Ist. Ah. In unserer Haupttür. Okay. Ah, hier ist ein Alpha. Ein kleines Ding habe ich noch gefunden zum Duden. Ich hatte so gehofft, dass hier irgendwie noch oben was ist. Nee. Okay. Ah, da drüben ist auch noch was. Guck mal. Da. Immer gucken. Immer gucken. So. Ah! Das ist wirklich noch was. Das wäre jetzt zu kurz. Gut. Oh, da sind schon wieder welche. Die hier finde ich echt gut. Die hat so ein Zielfernrohr. Da brauchen wir nicht mehr so viel. Was? So viel Muni. Dann soll ich deine Hauptfähigkeit nutzen. Wie kann man das machen? Kann man das machen? Bei mir ist es F. Ich weiß nicht, wie es bei deiner Tastaturkollegin ist. Scheiße. Wie bestätige ich den? Ein und gehst auf den vierten Unterpunkt, wo deine Perks sind. Einmal auf das einzig momentan blinkende, nämlich deine Hauptfähigkeit. Yeah. Das macht dich jetzt dann zum eigentlichen Gunsirker. Eben immer nur eine gewisse Zeit lang, aber. Scheißegal. Und der Text da links, der sagt dir dann eben, ich habe den Gunsirker ja noch nicht gespielt, aber meines Wissens nach regeneriert der Gesundheit und Munition, während er in diesem Wahnsinnsmodus ist. Okay. Hat natürlich einen Cooldown, weil sonst würde sich einfach immer in diesen Modus versetzen und das ist unbesiegbar. Warte mal, dann gucke ich mal ganz schnell in die Optionen rein. Tastenzuweisung. Verheerige Waffe. Tipp. Wie heißt die? Das heißt eine Spezialfähigkeit, oder wie? Wie das heißt? Die Ear Skill Boost. Action Skill. Okay. Okay. Gut. Ist eigentlich auch nützlich. Mal gucken. Okay. Dieser Fähigkeit dürftest du eigentlich ab jetzt keine signifikanten Munitionsprobleme mehr haben, trotz der Menge an Munition, die du verheizt.
Ja. Ich überlege gerade noch was, aber lassen wir es mal noch so. Okay. Gut, dann mache ich mal kurz einen Aufnahmestopp.